Herzlich willkommen zurück bei den Rios Power Gamers. Ihr habt es bestimmt gesehen, ich habe ein Intro. Ja, ich habe es geschafft, endlich mal ein Intro zu machen. Und ja, gehen wir zum eigentlichen Thema dieses Videos. Das sind die Top 10 meiner Lieblingswaffen in den Saints Rune Teilen 3 bis 4. Also, ich hoffe, es gefällt euch. Das ist meine eigene Meinung und ja. Und genießt einfach das Video und ich hoffe, das Intro hat euch gefallen. Also, wir sehen uns gleich mit Nummer 10. Hier wären wir mit Platz Nummer 10. Das wäre die kleine Kanone. Ja, die kleine Kanone ist klein, aber oho. Die hat ein Wumms drauf und ja, gehört zur Kategorie der schweren Waffen. Und ist auch ein Easter Egg an Man in Black, was ihr gleich bei dem Gameplay sehen werdet. Und wir hören uns bei Platz Nummer 9 wieder. Platz Nummer 9 wäre der Moloculus-Werfer, der von Mr. Genki produziert ist. Also, er schießt kleine Oktopusse auf die Gegner, übernimmt sie sogar und er kann, wenn man Langeweile auf seinen Teamkameraden hat, einfach mal explodieren lassen, was ihr bei dem Gameplay gleich sehen werdet. Das ist übrigens eine Version, eine Waffe, die ihr sofort bekommt, also ohne DLC. Das ist das Praktische dabei. Und euch noch viel Spaß beim Gameplay von dem Moloculus-Werfer und wir sehen uns bei Platz Nummer 8. Also, hier ist Platz Nummer 8. Die schwarze Lochkanone. Also, ja, jeder wünscht sich mal die Gegner einfach mal verschwinden lassen durch ein schwarzes Loch. Diese Waffe macht es möglich. Also, man kann Fahrzeuge damit zerstören, sowohl Gegner ranziehen. Aber man sollte auch aufpassen, dass man nicht in der Nähe steht, dass ihn das erwischt wie bei dem Gameplay. Und euch noch viel Spaß beim Gameplay und wir sehen uns bei Platz Nummer 7. Platz Nummer 7 ist die Rektifikalsonde. Also, der Name ist schon gesetzt. Also, das ist ein ziemlich langer Stab, wo man das in den Hintern reinschiebt. Man schießt ihn los und er explodiert. Also, so eine Sonde in den Hintern zu bekommen, tut bestimmt weh, wie man mal dieser Person gleich sehen wird bei dem Gameplay. Und man hört sich auf Platz Nummer 6. Platz Nummer 6 belegt die Merica, eine DLC-Waffe, die ich zu Beginn, wo ich Saints Row 4 mal geholt habe vorher. Ja, da ist diese Waffe dabei gewesen. Ich dachte mir ernsthaft, Raketenwerfer, Flammenwerfer kombiniert, was? Man kann sogar noch X drücken, wie bei dem Video demonstriert, um das Raketenwerfer und Flammenwerfer oder Raketenwerfer. Die Entscheidung liegt bei ihnen jeden selbst und wir sehen uns auf Platz Nummer 5. Platz Nummer 5 ist der Inflat-Hochstrahl. Also, Inflat kann man schon denken, was bedeutet. Also, man schießt auf einen Zivilisten, auf einen Polizisten, auf einen Gegner und dann bläht er sich auf, bis er explodiert. Also, wortwörtlich explodieren, was ihr gleich beim Gameplay sehen werdet. Wir sehen uns, oh, dann zurück bei Platz Nummer 4. Bei manchen ist es der Hund, bei manchen ist es die Katze, bei Saints Row 3 ist es der Penetrator, auch bei Saints Row 4 das Dildo-Schwert genannt. Also das lässt sich leicht erklären. Also das ist einfach nur eine Stange mit einem riesengroßen Dildo, wo man halt die Gegner schlagen können, selbst irgendwie Mitspieler. Also schaut ruhig das Gameplay an, das ist beides Gameplay, also von Saints Row 3. Und Saints Row 4. Und viel Spaß und wir sehen uns bei Platz Nummer 3. I love a good fight. Let that
Hier hätten wir Platz Nummer 3. Das wäre die Dubstep-Kanone. Also, wenn man das normale Spiel hat, ohne DLCs, ohne Season Pass, hat man nur drei Versionen. Wenn man die vierte noch hat, dann hat man noch einen Special Weihnachtssound. Was ihr sehen würdet, weil das DLC würde ich zuerst upstreamen wollen. Also das DLC-Video, Dubstep-Kanone mit Weihnachtslied. Und die anderen, ja, das seht ihr, was was ist. Und ja, wir sehen uns bei Platz Nummer 2 zurück. You expect it's gonna happen. Platz Nummer 2 ist das Energieschwert. Und zwar mit dem DLC, das Anime-Pack, das Tapferkeitsschwert. Sieht nicht nur aus wie das Schwert von Cloud, fast wie das Schwert von Cloud, sondern wenn man die Klamotten noch hat und das Schwert, kann man echt denken, man kann Cloud über ein Saints Row spielen. Aber mal spielt man eigentlich Saints Row plus mit Final Fantasy Zeug. Also beim Gameplay könnt ihr sehen, wie das Tapferkeitsschwert aussieht und hat komplett dieselbe Wirkung, das nur meine Energie sperrt und genießt das Gameplay und wir sehen uns am Platz Nummer 1. Und auf Platz 1 ist eine Kanone, die wie bei Sharknado oder auch Sharktopus oder was auch immer gleich den ersten Teil mit hat, die Hi-Oh kennen. Also, es ist eine Schrotflinte aus dem dritten Teil, was leider nicht zum vierten Teil gekommen ist. Finde ich ziemlich schade. Also, die Schrotflinte hat Köder bei sich. Und wie ihr bei dem Gameplay gleich sehen werdet, es kommt einfach mein Hai auch raus. Aus dem verdammten Boden oder man kann das auf dem Dach sogar machen. Wo unten halt nichts ist. Es kommt einfach ein Hai raus. Und es wird sogar gewarnt, dass ein Hai rauskommt. Weil es bebt und bebt und dann kommt der Hai und frisst ihn auf. Also, wie gesagt, genießt das und wir sehen uns dann zum Abschluss des Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt euch einen Daumen nach oben. Wie gesagt, das sind meine Top 10. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingswaffen sind. Und ja, und was euch überhaupt an euch an den Waffen so sehr gefällt. Könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Ihr könnt uns gerne abonnieren, wer es noch nicht gemacht hat. Und wie gesagt, gebt euch einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, vielleicht bei den nächsten Top 10. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Ich weiß nicht, wann es ansieht. Und ich sage auf Wiedersehen, euer Ryudark 008.